Pflanze halt, krass, wie schön. Über die Zerstörung durch die Ibis-Pflanzen anrichten würden, wenn sie Gotham erreichen. Die kommen jedenfalls. Das Gegenmittel wird sie und Ivy aufhalten. Ich hoffe, du hast recht. Ich bin hier, falls du mich brauchst. Ja, Batman immer total der Optimist. Ich habe trotzdem Lust, gleich rauszugehen und erstmal wieder Joker zu besuchen. Oh, sieh mal an. Grünes Wasser. Das kann ja nichts Gutes heißen. Oracle, wir haben noch ein Problem. Was noch? Two-Face, Riddler, irgendein riesiger Joker-Roboter? Leider ist es nicht so einfach. Ich bin an der Einmündung der Hauptabwasserrohre und sie scheinen Titan verseucht zu sein. Wieso? Was macht er jetzt? Ich sehe meine... Ja. Hast du ja super in die richtige Richtung geworfen, Betsy. Ich sollte meinen Multi-Batarang ausrüsten. Das solltest du. Wobei, das zählt ja nicht für Schnelltaste, oder? Wenn ich jetzt den ausgerüstet habe und Schnelltaste... Ja, dann ist immer noch. Muss ich manuell machen. Igitt. Das Titanwasser scheint ätzend zu sein, aber das kann dem Anzug nichts anhaben. Was hast du erfahren? Ich bin nicht sicher, ob du bereit dafür bist. Nein, aber mach weiter. Joker pumpt die ganzen Abfallprodukte vom Titanprozess in diese Kammer. Sie dient als eine Art natürlicher Vorratsbehälter. Wenn sie voll ist, fließt das Wasser in den Gotham River. Eigentlich ist es sicher, aber... Aber diesmal ist es voller Titan. Wie kann ich es stoppen? Ich arbeite dran. Ups. Ja, da hat Joker einfach mal die Pflanzen nicht. Ich kann gar nicht noch raus. Ivy! Du zerstörst mir meinen Plan, zu Joker zu gehen. Ich sehe schon. Hättest du bei dich vor Killer Croc machen müssen. Naja, egal. Ich wollte halt zumindest diese Aufnahmesession noch mit Croc fertig werden. Also von daher, man muss auch mal Opfer bringen. Nach den Plänen, die ich in den Akten habe, gibt es drei Kontrollräume. Der erste ist genau über dir. Ich lege sie alle still. Was passiert, wenn dieses Titanzeug Gotham erreicht? Es wird Gotham nicht erreichen. Echt mal. Nee, das ist die von hier oben, oder? Ja. Es wird Gotham nicht erreichen. Echt mal, Oracle. Hab doch mal ein bisschen mehr Vertrauen in Batman. Und seinen Optimismus. Aber meine Mutter lebt unten bei den Docks. Ich weiß. Das hat doch jeder. Rede nicht über sie. Ich bring dich um. Hast du verstanden? Das ist nur Gerede. Joker sagt, das Zeug würde nicht schaden. Ja, ja, ja. Du kannst ihm überhaupt nichts glauben. Hast du gesehen, was dieses Titan mit den Menschen macht? Es verwandelt sie in Monster. Aber meine Mutter. Es wird eine Verbesserung sein. Nein, wird es nicht. Gibt's was zu lachen? Ich nehme an, du hast erledigt, was ich dir gesagt hatte. Hoffentlich. Denn wenn du lügst, kriege ich deine Augen und deine Finger. Verstehst du? Okay. Ah ja. Ja, die Wand ist weg, ich weiß. Wisst ihr, was noch weg ist? Ja. Dass sie nicht noch weiter dahinter runtergefallen sind. Das wäre noch ouch, ja? Oh, ich habe dich gar nicht gesehen. Hallo? Kannst du mich hören? Unglaublich. Ich nehme an, das bist du da drin, Bats. Genieß es, solange du kannst. Diese Höhlen werden dein Grab.
Okay, wenn du meinst. Darf ich vorstellen. Le Geheimniskarte, bei der ich... Das ist das dritte Mal? Das vierte Mal? Auf irgendeine Mal bin ich da irgendwie so eiskalt dran vorbeigelaufen. So nach dem Motto, la 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 la. Ey Joker, du hast mir was zu sagen. Okay, ich gehe da mal weiter. La 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 la. Und hinterher habe ich mich dann gefragt, wo ist diese verdammte Karte, die mir fehlt? Was? Du hast 75% meiner Herausforderungen gelöst? Das kann nicht wahr sein. Doch, das ist aber wahr. Es ist wahr. Und was auch wahr ist, 10 Minuten müsste ich noch aufnehmen. Zehn Minuten. Los, Tonband. Habe Material von 10 Minuten dabei. Patientengespräch, Waylon Jones. Nur langsame Besserung. Was ist in diesem Haus geschehen? Nur Geschäftliches. Geschäftliches? Was für Geschäftspraktiken führen zu einem Haus voller verstümmelter Leichen? Ich lasse nicht gern meine Zeit verplempern. Jemand zahlt nicht, also verdient er eine Lektion. Sie schulden mir etwas. Also haben sie getötet. Ihren Körper zerfleischt. Die Polizei hat nie alle Überreste gefunden. Sie hätten in den Abwasserkanälen nachsehen müssen. Heißt das, sie haben sie da versteckt? Nach einer Weile. Gewöhnlich dauert es 8 Stunden. Zeit zu gehen, Croc. Steh auf! Wieso 8 Stunden? Wieso? Wieso? Jetzt wo ich mich gerade eigentlich... Haben wir schon alle Charaktere? Und da fehlt einer. Da fehlen 2. Ja, noch 4 Charaktere. Noch 4 Stück. 4 Stück. Aber die werden wir auch irgendwann alle haben. Tür öffnen! Ich mache nichts anderes. Ha, da bin ich mir nicht so sicher. Wovon sprichst du? Ich bin der beste Schütze in Gotham. Jeder weiß das. Ja, ja, klar. Anscheinend habe ich die E-Mail nicht bekommen. Ich dachte immer, der beste Schütze in Gotham wäre hier Commissioner Gordon. Oder Batman mit seinen Batarangs. Denn sie sind einfach nur better. Sie alle zusammen. Er ist mit euch da unten und lässt euch wie Idioten aussehen. Ja. Und? Was dagegen? Wenn zuerst hin. Rechts oder links? Osten oder Westen? Wo war was? Wo war was? Wo war was? König. Und wo, wenn da noch was liegt an Geheimnissen. Dunkle, tiefe Geheimnisse. Ich habe noch ungefähr 7 Minuten. Dann müsste ich die Aufnahme beenden. Die Frage ist, wenn ich jetzt den falschen Raum erwische. Also, nicht unbedingt falsch, sondern einfach nur... Gut, das ist der Kampfraum. Das werde ich wohl hinkriegen. Noch in den... Er hielt den Kopf über und prügelte ihn windelweich. Der Typ war am Ende. Hat er bezahlt? Nein, er hat alles auf der Rennbahn ausgegeben. Was? Du lässt ihn damit durchkommen? Sehe ich wie ein Trottel aus? Als ich rausfand, dass er kein Geld hatte, schnitt ich seine Niere, seine Leber und ein paar andere Einzelteile raus und verkaufte sie. Ein reicher Typ läuft sicher während unseres Gesprächs schon mit den Teilen rum. Und die Leute? Kaufen einem die Leute sowas ab? Es gibt immer einen Käufer da draußen, was du auch verkaufst. Nette Geschichte. Hast du noch welche oder gehen wir zurück und passen auf? Ja, egal. Er hat gefragt, ich hab's ihm gesagt.
Und ich sage, Leute, Auszeit. Aber deswegen stehst du nicht da. Ihr versucht, den Strom abzustellen. Lass das Ding so. Ist das klar? Wollt ihr das nicht ahnen, Schicke? Oh, verdammt. Sie ist eingesperrt. Ja. Wollt ihr, dass ich da runterkomme? Was, Harley ist eingesperrt? Oh, Betsy, ich hab doch Ausschalten gedrückt. Manchmal möchte Betsy einfach keine Sachen machen. So, jetzt aber. Hör auf meine Befehle! Ich will doch nur das Beste für dich. Habe ich gestern auch gewollt. Ich werde dich zusammenschlagen. Ist das alles, was du kannst, Bats? Anscheinend schon. Ja, nee, ist klar. Das Rohr fährt über ihn rüber und es passiert einfach nichts. Ja, komm her! Komm her! Ach, Typ. Orientierung, da vorne sind Pumpen. Es geht wirklich das alles ist die schief. Pumpe, die nicht mehr läuft. Toll, dann müssen wir nur noch zwei finden. Zweite schon gefunden. Yay. Nie so super. Nie so super, dass ich versagt habe. Und jetzt hat Betsy noch mehr Schnittwunden wegen mir. Oregon, das ist die zweite Pumpe, die abgestellt wurde. Jetzt nur noch eine. Nee, erstmal holen wir uns noch das Tonband. Dann wird die Aufnahmesession beendet. Ist gleich vier. Ich muss gar nicht freischalten. Patientengespräch. Waylon Jones, alias Killer Croc. Letzte Nacht wurde der Patient nach einem Ausbruchsversuch ruhig gestellt. Wärter Aaron Cash ist im Krankenhaus. Es wird berichtet, dass der Patient Cash attackiert und im Kampf seine linke Hand aufgegessen hat. Nom nom nom. Cash hat Glück, dass er noch lebt. Er hat eine Menge Blut verloren. Ich auch. Ich wäre fast an seiner knochigen Hand erstickt. Das ist ekelhaft. Er hätte sterben können. Für mich ist er nur Nahrung. Und wenn ich erstmal was probiert habe, dann will ich auch den Rest. Sie wissen, was ich meine. Bringen Sie ihn hier raus. Sofort. Ja. Gib Croc den Finger und er nimmt direkt die ganze Hand. Jan von Cash. Ja, er möchte das Doktorchen vernaschieren. Doktorchen, Doktorchen, geh durch die Tür hindurch. So, ich würde aber sagen, bevor wir hier zur dritten Pumpe gehen, wird schon jetzt immer die Aufnahme beenden. Ja, wir sind in der nächsten Aufnahmesession wieder gegangen. Frei nachts und weil ich Skype freischalten muss. Das tut sich ja nicht von alleine. Ja, einer. Checken muss immer alles von Hand machen, immer manuell, aber hey. Yay. Ja, Chicken, spiel mit Batman rum. Spiel mit Batman rum. Als hättest du nicht schon genügend Wahnsinn erlebt. Ich muss mich halt abreagieren. Ja. Lass mich doch einfach alle in Ruhe. Also bis dann, ciao.